Hallo Tesla-Freunde, im heutigen Video geht es um das Tesla Octovalve. In ein wenigen Minuten schauen wir uns die vier Hauptmodi an, wie die Kühlkreisläufe miteinander verbunden werden können und verstehen so den Anteil des Octovalves an der hohen Energieeffizienz unseres Teslas. Wozu dient das Octovalve? Es ist Teil des Thermalmanagement-Systems von Tesla. Vorhandene Wärme soll maximal genutzt werden und nicht an einer Stelle, zum Beispiel über den Kühler, abgeführt werden und an anderer Stelle wie in der Batterie nochmal erzeugt werden. Dazu werden alle Kühlkreisläufe an den sogenannten Supermanifold, einen großen Sammelkrümmer, angeschlossen und über das Octovalve je nach Bedarf möglichst effizient miteinander verbunden. Hier ein Bild in den Servicebereich meines Teslas. Dort sind diese Loops, die Kühlkreisläufe des Motors, der Batterie und des Hauptkühlers, schematisch dargestellt. Diese Darstellung werde ich nutzen, um uns die verschiedenen Betriebsarten des Systems mal genauer anzuschauen. Aber vorab für das bessere Verständnis das Prinzip der Wärmepumpe. Die Wärmepumpe heizt, das heißt Wärme wird von dem Kondenser in den Innenraum übertragen, Wärmepumpe kühlt, Wärme wird vom Chiller dem Innenraum entzogen. Damit wäre das eine klassische Luft-Luft-Wärmepumpe bzw. Klimaanlage. Aber nein, interessant und wichtig ist hier, der Kondenser kann auch direkt Wärme an das Kühlwasser des Kühlkreislaufes abgeben und auch der Chiller kann dem Kühlkreislauf direkt Wärme entziehen. Damit ist also auch der Betrieb als Luft-Wasser bzw. Wasser-Wasser-Wärmepumpe oder Klimaanlage möglich. Das ist ein wichtiger Aspekt, wie wir gleich sehen werden. Betriebsmodus 1, extreme Hitze draußen, maximale Kühlung inklusive Kühlung des Innenraums. Der Chiller entzieht im Innenraum maximal die Wärme und gibt sie über den Kondenser an den Kühlkreislauf ab. Auch der Motor inklusive Steuerelektronik, die ja nicht weiter erwähnt wird in Zukunft, gibt seine Wärme an den Kühlkreislauf ab, ebenso die Batterie. Die gesammelte Wärmeenergie wird über den Hauptkühler an die Umgebungsluft abgegeben. In diesem Szenario schaltet das Octovalve also alle Kühlkreisläufe in Reihe. Hintereinander wird alles in einem Fluss durchströmt. Betriebsmodus 2. Es ist kalt draußen, sehr schnelle Autobahnfahrt, Motor und Batterie müssen gekühlt werden. Der Innenraum wird im Gegensatz zum Betriebsmodus 1 jetzt aber geheizt. Der Kondenser gibt die Wärme an den Innenraum ab, nicht mehr ins Kühlwasser. Der Motor gibt seine Wärme in den Kühlkreislauf ab. Der Motorkühlkreislauf ist in Reihe geschaltet mit dem Hauptkühler und gibt dort die Wärme an die Umgebungsluft ab. Die Batterie wiederum behält ihre Wärme in ihrem eigenen Kühlkreislauf und stellt sie dem Chiller zur Verfügung. Folglich muss die Wärmepumpe die Energie für die Innenraumheizung nicht der kälteren Umgebungsluft entziehen, sondern nutzt die Wärmeenergie aus der Batterie. In diesem Szenario schaltet das Octovalve also den Motorkühlkreislauf und den Hauptkühler in Reihe, aber den der Batterie parallel. Beide Kreisläufe laufen also unabhängig voneinander. Betriebsmodus 3. Es ist kalt draußen, Motor und Batterie sind kalt. Die Restabwärme des Motors wird im Chiller genutzt, um den Innenraum zu beheizen. Die Restwärme durchfließt die Batterie, die Kühlkreisläufe von Motor und Batterie sind jetzt wieder in Reihe. In diesem Szenario schaltet das Octovalve den Motor-Kühlkreislauf und den der Batterie in Reihe, weil aber alle Wärme intern gebraucht wird. Insofern wird der Hauptkühler diesmal nicht genutzt, er wird vom Octovalve gewissermaßen stillgelegt. Und Betriebsmodus 4, es ist kalt draußen, die Innenraumheizung läuft und die Batterie muss vorgeheizt werden, um in Kürze schnell zu laden. Der Motor gibt seine Wärme in den Kühlkreislauf. Die Wärmepumpe erzeugt maximale Wärme für Heizung und den Kühlkreislauf. Die Batterie nimmt diese Wärme aus dem Kühlkreislauf auf. Die kalte Seite der Wärmepumpe entzieht über den Chiller dem Kreislauf des Hauptkühlers und der Umgebungsluft dann die maximal mögliche Energie. In diesem Szenario schaltet also das Octovalve den Motorkreislauf und den der Batterie wieder in Reihe, verbindet aber den Chiller der Wärmepumpe mit dem Kreislauf des Hauptkühlers. Ja, ihr seht, Fazit. Das Octovalve in Verbindung mit dem Supermanifold ist also eine sehr clevere Lösung in Sachen Wärmemanagement. Er schaltet die Kreisläufe immer genau so, dass A, die vorhandene Wärme immer dorthin kommt, wo sie gebraucht wird, damit also maximal ausgenutzt wird und B, die Komponenten wie Wärmepumpe und Motor zum Beispiel optimal zusammenarbeiten können, C, und dennoch immer die notwendige Kühlung sichergestellt ist. Ja, Freunde, das war das Grundprinzip des Octovalves in 3 Minuten 45 Sekunden. Ihr wart wirklich tapfer. Danke dafür. In der Realität ist das System natürlich noch viel komplexer. Da kann zum Beispiel auch nach Abstellen des Fahrzeugs ja tatsächlich Wärme aus dem Innenraum entnommen und in die Batterie transferiert werden, damit sie eben bei kaltem Wetter nicht sinnlos in die Umgebung geht. Oder die Motoren können künstliche Wärme erzeugen, indem sie besonders ineffizient laufen, was zu viel schnellerem Aufheizen der Batterie führt als bei der Konkurrenz. Ja, und so weiter und so weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem kleinen Technikausflug. Wenn ja, ich habe wirklich eine tolle Anzahl von Klicks für meine Videos inzwischen, aber leider nur 4% der Zuseher sind Abonnenten. Wenn euch mein Content gefällt, wäre es wirklich ganz toll, wenn ihr mich und den Kanal hier mit einem Abo unterstützen könntet. Tausend Dank. Ansonsten habt einen schönen Tag und macht es gut.